Hallo Leute, willkommen auf der LS22 Oldstream Farm. Wird es mir gelingen, dem wunderschönen alten Gemäuer neues Leben einzuhauchen? Dies ist Teil 18 und hier ist unsere neue Hofproduktion. Was da drin wohl vorgehen mag? Ich habe hier natürlich jemand eingestellt, das kostet dann ja auch, ganz klar. Das sind dann die Produktionskosten, aber ja, die arbeiten hier ganz still vor sich hin. Irgendwann werden wir die fertigen Produkte sehen. Ja, und ich habe hier noch viel zu tun. Also erstmal fahre ich den Milchtanker zuerst, den Wasser- und Milchtanker. Den fahre ich zuerst mal zurück. Und dann mache ich noch eine Tour mit dem Pickup und dem Böckmann, um hier noch mehr anzuliefern. So. Das ist hier schon so ein bisschen friemelig, hier so reinzufahren. Falsch rum. Ich hätte natürlich von der anderen Seite kommen können. Das wäre wohl einfacher gewesen. So. Ich frage mich, ob dieser Trick mit dem gemeinsamen Silo für alle Gärten nur dann klappt, wenn das Silo zuerst da ist. Keine Ahnung. Wenn ich bereit wäre, 5000 Euro zum Ausprobieren auszugeben, könnte ich da oben bei den neuen Gärten das mal so rum ausprobieren. Ja, und wenn ich Pech habe, dann habe ich halt 5000 Euro in den Sand gesetzt. Mal gucken. Das ist jetzt sowieso nicht so eilig, dass ich da noch mehr Gärten mache. Da ist halt irgendwie noch Platz und ja, schauen wir einfach mal. So. Dann hüpfen wir hier in den Pickup. Und wir brauchen vor allem Kartoffeln und Tomaten. Und vielleicht auch noch eine Kiste Sonnenblumen. So. Dann fahren wir hier in die Kartoffelreihe rein. Und bei den Kartoffeln wollte ich ja eigentlich auch noch mal ausprobieren, so die mit im Silo zwischenlagern und dann an den Zug verkaufen zu können. Aber ich denke mal, das lohnt sich für mich jetzt mehr, wenn ich die weiterverarbeite. Und wir haben es ja ausprobiert. Es funktioniert ja im Prinzip. Also, dass man die Kartoffeln von hier aus in das Silo reinkriegt. Und dann kriegt man sie selbstverständlich auch raus. So. Oh, huhu. Toll. Vielleicht sollte ich nicht versuchen, es so sorgfältig
hingefriemelt zu verpacken, sonst brauche ich dreimal so lange, als wenn ich die hier einfach irgendwie draufstelle. Auch wenn dann weniger drauf passt. Aber die Fahrstrecke ist ja nicht weit. Da muss das jetzt nicht so hingefriemelt sein. So. Und ich überlege, ob ich vielleicht hier diesen Garten auf Verteilen stelle. Dann liefert der nämlich direkt an meine Produktion. So, komm. Jawohl. Der hier ist es. Und dann stelle ich die Kartoffeln auf Verteilen. Wunderbar. So. Wie komme ich jetzt am besten zu den Tomaten? Vielleicht hin und her gefahren. Ist da auch alles voll? Ja, aber da hinten ist noch voller. Ich denke, ich werde einen Teil vielleicht auch auf Direktverkaufen stellen. Sonst komme ich hier ja gar nicht hinterher. So. Ja. Dann lieber so. Gut. So. Und wir wollen ja hier jetzt auch nicht in jeder Folge immer nur den Pickup beladen. Das ist dann ja auch öde. Ab und zu mal ist das ganz witzig, finde ich. So. Vielleicht stelle ich diesen Garten einfach auch auf Verteilen. Ja. Warum nicht? Das hat dann zwar irgendwie keinerlei Systematik, welcher jetzt auf was gestellt ist. Aber das sieht man dann ja da. Entstehen dann keine neuen Kisten mehr. So. Ja, komm. Ein bisschen näher ran noch. Bringt nichts. Na gut. Also, stemmen wir es so hin und binden es gut fest. So, wo ich hier schon am Umstellen bin, stelle ich vielleicht... Überleg... diesen Garten hier auch auf Verteilen. So. Sonnenblumen. Oh, habe ich das eben auf Verteilen oder auf Direktverkauf gestellt? Auf Direktverkauf. Ich will zwar auch was auf Direktverkauf stellen, aber ja, diese Tomaten dort will ich auf Verteilen haben. Und diese Sonnenblumen, von denen haben wir ja reichlich von den Sonnenblumen, die stelle ich auf Direktverkauf. So. Gut. Und bei den anderen warte ich erstmal zu. So.
Sollte ich nicht noch eine Kiste Sonnenblumen mitnehmen? Ich glaube ja. So, machen wir hier das Bändel mal ab. Und packen da noch Sonnenblumen drauf. So, na komm. So. Ordentlich. Jawohl. Prima. Das ist schon wieder ordentlich voll, aber nicht so schlimm wie gestern. Vor allem ist die Strecke kürzer. So. Das wunderbar, alles von selber weniger. Da muss man nur ein bisschen abwarten. So. Ja, das geht deutlich schneller mit den Kartoffeln und den Sonnenblumen. So, wunderbar. Jetzt gucken wir hier noch mal nach der Produktion, was hier so läuft. Ja, man kann noch ordentlich was dazuladen. Das ist gut so. Ui, es ist schon ordentlich was von der Milch verbraucht worden. Tja, brauchen wir mehr Kühe. Eier, Eier brauchen wir hier nicht in der Produktion, weil wir ja noch keinen Kuchen backen können. Dafür fehlen uns viele Zutaten. Ich sollte mal ein Restaurant bauen, modden. Also ein Restaurant einfach als Verkaufsstation und eins als Produktion, wo ich dann Gerichte produziere. Und dann muss man sich überlegen, wie man dann, da macht man vielleicht hinten die Restaurantküche ist die Produktion. Und vorne im Speiseraum sind dann die Verkaufsstationen Tische. Dann wird das Essen, was da geliefert wird, wird dann auf die Tische gestellt und dann fließt das Geld. Irgendwie sowas. Dann könnte man nämlich auch Spiegelei und Rührei machen oder Omelette oder so. Das wäre doch cool. Jo. Ja, das dauert noch eine ganze Weile, bis da die ersten Kisten kommen. Die haben alle 700 Liter. Und das Schweinefutter sogar 1000 Liter. Da sind wir noch sehr weit von entfernt. Oh, aber das Erdbeereis, das geht zackig. Aber dafür werden wir nicht genügend Milch haben. Und das Sonnenblumenöl geht auch zackig. Das werden dann wohl die ersten Kisten sein. Aber Sonnenblumenöl ist, glaube ich, mehr drin in der Palette. Mal, das ist eine Standardpalette. Auf jeden Fall läuft das jetzt schon mal ordentlich. Oh, und ich wollte auch Wolle verkaufen. Da gucke ich mal. Hier in der Preisliste. Wolle. Die verkaufen wir einfach ganz normal.
Jo, die Spinnerei zahlt mehr. Wo ist die? Anzeigen lassen. Da. Ja, dann könnte ich mir ja die Wolle auf den Pickup packen. Und hinten auf dem Böck mal noch ein bisschen Gemüse und dann verkaufe ich da in der Bäckerei was und so wie sich's so ergibt. So. Damit sie alle mal von mir beliefert werden. So. Oh. Das drehen wir besser frei in der Luft. Oh. So. Gut. Und alles klar bei euch? Ja, die sehen zufrieden aus. 11.000 Liter, mal gucken. Ja, das ist immer noch ziemlich voll. Aber sie haben schon ganz gut Wolle produziert. Okay. Also, binden wir die mal an. Fahren hier Kreisel rum. Ich glaube, fast hier so und wahrscheinlich auch da hinten könnten wir sogar im November noch mal mähen. Dann hätten wir noch ein bisschen mehr Gras über den Winter für die Schafe. So, ich denke mal, hier bringen wir auch noch ein paar Tomaten an den Mann und Salat. Das muss jetzt natürlich ordentlicher gestapelt werden. Wir wollen ja einen guten Eindruck machen. So. So. Und so. Und dann gucke ich mal, was die da beim Bei der Bäckerei wollen sie, glaube ich, nur Erdbeeren. Und Mehl nehmen sie bestimmt auch. Mal gucken. Ein paar Eier haben wir ja wahrscheinlich auch noch. Ja, die zahlen gut insgesamt beim Bauernmarkt, aber besser als bei der Bäckerei. Ja, die Bäckerei ist nicht gerade gut aktuell beim Eierverkauf. Ich könnte natürlich auch abwarten, bis wieder mehr produziert wurde. Denn jetzt wollte ich eigentlich nicht zum Bauernmarkt fahren. Da warte ich mal ab. Mal gucken. Die haben ja auch jahreszeitlichen Wechsel. Morgen kriegen wir wahrscheinlich mehr Geld für die Eier. Okay. Also jetzt keine Eier. Und Kartoffeln.
Ja, ist natürlich in Ortenburg mit Abstand am besten. Es ist auch mehr so, dass ich jetzt nicht das meiste Geld mit den Kartoffeln verdienen will, sondern mehr, dass ich denke, wir müssen hier die im Ort beliefern, damit die uns kennenlernen und so. Und da könnte man vielleicht schon beim Restaurant mal gucken, oh, würden wir im Januar am meisten. Nehmen wir vielleicht eine Kiste Kartoffeln mit oder so. Wollen die auch Sonnenblumen? Nee, Sonnenblumen will weder die Bäckerei noch das Restaurant. Gut, wir haben Tomaten haben wir ja. So. Die will nur das Restaurant. Und natürlich der Bauernmarkt. Und die Erdbeeren können wir bei beiden verkaufen. Oh, die Preise scheinen mir schon gestiegen. Oh, das sollte man auch ein bisschen bis Februar warten. Also jeweils nur eine Kiste. Ah, und den Salat wollte ich noch gucken. Ich denke mal auch nur im Restaurant. Ja. Nehmen wir eine Kiste Salat noch mit und zwei Kisten Erdbeeren, um ein bisschen Vielfalt drin zu haben. So, dann fahre ich hier mal in die andere Reihe rein. Also eine Kiste Kartoffeln fürs Restaurant. Uiuiui. Von wegen hier ordentlich aufgestapelt. Hätte ich anbinden müssen. Jetzt muss ich alles noch mal räumen. So kann ich doch nicht zu den Händlern fahren. Okay. Die stelle ich erstmal hin. Und dann muss ich die da drehen. So. Sind nicht nur ein bisschen verrückt, sondern völlig verrückt geworden. So. So. Jawohl. So. Prima. Ups. Die hier jetzt so längs. Jawohl. Und die da auch wieder rein. Bisschen schubsen. Nein, nicht zu doll schubsen. So. Und hier auch. Gut, so ist recht. Ja, was wollte ich noch? Also erstmal hier die Kartoffeln, packe ich womöglichst in die Mitte. Weil die sind am schwersten. Und Salat wollte ich noch und Erdbeeren. Okay. Ups. Bei den Erdbeeren muss ich dann eine Kiste
nebendran stellen. Oder ist die Frage, ob ich überhaupt zur Bäckerei gehe diesmal? Nein, 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 nein. Das ging auch schon mal besser. Vielleicht, weil ich hier so zwischen den Gärten stehe. Und da nicht richtig rankomme. Dann werde ich das erstmal anbinden und fahre dann hinter. So. Und zur Bäckerei kann ich dann ja morgen fahren mit ein paar Eiern. Also mit den Eiern von heute. Und auch ein paar Erdbeeren. Aber da die Erdbeeren ja sehr viel wertvoller werden, wenn das Jahr voranschreitet, sollte ich da auch welche aufheben. So. Jetzt gucken wir mal. Hier locker machen. So, komm. Vorsichtig. Ja, und jetzt noch ein bisschen nach hinten schieben. Jawohl. Jetzt. Und die hier jetzt lockern. Und da noch Erdbeeren hinstellen. So. Ja, und mein tolles Erdbeereis wollen die bestimmt gar nicht haben bei dem Restaurant und bei der Bäckerei. Aber das sind sie selber schuld. Das verkaufe ich dann alles direkt hier bei meinem Marktstand. So, komm. Schon besser. Puh. So, das muss jetzt aber reichen. Schnauze voll. Okay. Gut, na, das ist doch eine ganz nette Fuhre. Okay, jetzt. Also, wir fahren zur Spinnerei und zum Restaurant. Da ist das Restaurant. Und die Reihenfolge ist ziemlich egal. Dann machen wir die kleine Karte an. Ah, und ich fahre hinten rum. Das müsste gehen. Wir sind nicht so schwer beladen. Na, ist das nicht eine tolle, bunte Fuhre hier? Ich finde das klasse. Was wir hier alles schon im Angebot haben. Da muss ich lang. So. Jetzt, wenn ich jetzt hier lang fahre und dann links komme ich zur Spinnerei. Hier schon links? Ja, hier schon links. Da ist sie.
Aber das ist nicht der Weg dorthin. Komme ich hier wieder raus? Ja, vielleicht da durch dieses Tor. Das ist aber eng. Geht aber, geht. Geht gerade so. So. Ja. Na, jetzt müsste das Grüne eigentlich mal weggehen. Tut's aber nicht. Gut, wie viel haben wir? 3.369. Wunderbar. Wir haben also das erste Geld mit unseren Schafen verdient. Wo kann man hier wenden? So nicht. Sehr gut. Jetzt geht's wieder los, das Unwetter. Und das Restaurant ist dort. Direkt hier vor uns. Da kann ich auch die kleine Karte wegmachen. Da sieht man es ja auch schon. So. Nur mal, hier. Da in der Hinterstübchen. Erdbeeren werden hier nicht angenommen. Das ist... Tja. Na, die nehmen doch alles. Das war hier die... Diese andere Verkaufsstelle, die gesagt hat, wir wollen das alles nicht. So. ...5.400, wunderbar. So. Eieieiei. Sorry. So, jetzt haben wir den Ort mit unseren schönen Produkten verwöhnt. Dann stelle ich den Böckmann wieder unter. Ich denke mal, der hat für heute genug erledigt. So, die Kühe sehen auch wieder ganz zufrieden aus. Den Pickup könnte ich fast hier lassen, oder? Ach, er hat eine eigene Garage. Obwohl, der steht da so gut. Nur ich komme nicht recht raus. Geht schon. Wunderbar. Jo. Na, was ich heute noch machen muss, ist Dünge und Saatgut verteilen. Und da brauche ich ein neues Verfahren, weil ich ja jetzt keine Big Packs mehr habe. Oder nicht mehr kaufen will. Da muss ich mal gucken, ob ich das gut mit dem Frontlader hinkriege. Also so von wegen Dosierung. Ja. Aber mit dieser Folge war es das. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.